Hallo zusammen und willkommen zurück bei Subnautica. Wie versprochen habe ich mich schlau gemacht bezüglich dieses Moonpools, mit dem man ja das Schiff oder das U-Boot andocken kann. Und das können wir leider noch nicht bauen, weil, und warum bin ich jetzt rausgegangen? Weil wir dafür noch was brauchen und ich schaue gerade, ob ich das jetzt schon bauen kann. Und zwar einen Builder. Ich glaube, da fehlt mir noch das nötige Rezept dafür. Oder kann ich das hier bauen? Sieht aber nicht so aus. Ich bilde mir aber eines mal gesehen zu haben, oder bilde ich mir das wirklich nur ein? Kann sein. Aber egal, dann machen wir was anderes. Ich habe hier das tolle L-Stück gebaut und ich würde jetzt echt gern hier den neuen Raum dazu bauen. Und zwar... Oder soll ich eine Kreuzung machen? Wäre auch interessant. Oder ein Observatorium. Auch wenn es etwas... Das geht gar nicht. Ich kann hier kein Observatorium machen. Oder muss ich es drehen? Nee, das kann ich gar nicht drehen. Wie baue ich das Ding? Oder geht das nur bei geraden Räumen? Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich das von außen machen? Ich probiere jetzt mal, ob ich von außen was dran pappen kann. Mal sehen. Da wird es, glaube ich... Nee. Der Doktor... Da, doch, das geht. Wollen wir? Ja, klar. Enameled Glass. Das war doch irgendwie Quarz, also normales Glas, plus noch irgendwas. Stimmt, das waren, glaube ich, die Zähne, oder? Das war... Was? Moment, da. Stockerdorf und Glass, genau. Das heißt, wir gehen das Zeug jetzt sammeln. Neue Aufgabe in dieser Folge, wir bauen ein Observatorium. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt die Zähne finde, aber ich vermute mal hier in diesem Biom. Weil da sind ja die Stalkerfische unterwegs. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, hier mit dem U-Boot durch die Gegend zu schwimmen, weil, wie gesagt, Stalkerfische sind unterwegs und die können das Ding wahrscheinlich verspeisen. Ich lasse es mal kurz hier und werde mich zu Fuß, wollte ich schon sagen, aber zu Floss sozusagen, unterwegs begeben. Ist es Deutsch? Nee, ist es nicht. Egal. Der Druck ist schuld. Und schaue mich jetzt einfach mal um, ob ich hier irgendwo Zähne finde. Zähne. Sonst prügel ich dir aus dem Fisch raus. Mit meinem Brandmesser. Oh, ich sehe gerade, du müsst bald was essen. Das heißt, das werde ich unterwegs auch gleich erledigen. Bei dir nämlich. Komm her. Mann, die sind voll geschickt eigentlich. Hör auf damit. Oder prallt das Ding einfach am Messer ab manchmal, weil es so gummiartig ist. So. Zähne. Wo steckt ihr? Ist gar nicht so einfach, die Dinger zu finden, weil die liegen ja am Boden. Aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt randommäßig ist oder wirklich in der Nähe dieser Fische. Apropos. Nam. Und Mampf. Was ist da drin? Titanium, gut. Aber warum baue ich das jetzt eigentlich ab? Ich brauche es doch derweil gar nicht. Oder doch? Vielleicht unbewusst. Weil mein Körper bereits weiß, was ich möchte. Und mein Geist weiß es noch nicht. Stalker Tooth zeigt euch. Vielleicht sollte ich es doch wagen, mal in die Nähe eines Stalkerfisches zu gehen und schauen, ob dort irgendwo was rumliegt. Vielleicht hat er ja gezahnt in der Zwischenzeit irgendwo. Stalkerfische, wo seid ihr? Wenn man euch mal braucht, da unten. Mal sehen, ob hier irgendwo einer liegt. Und wenn du mich angreifst, töte ich dich, ich schwör's. Mach ich jetzt sowieso, komm her. Na, tut das weh? Wahrscheinlich. Was? Das Messer ist schon aufgebraucht? Das ging jetzt aber schnell. Ist er jetzt tot? Keine Ahnung, er haut ab. Okay, ist da irgendwo ein Zahn? Salz, wow. Was ist das? Titanium? Ach, da bin ich. Das ist die Höhle, wo ich heute schon mal... Oder heute. In der letzten Folge, die heute aufgenommen wurde. Wo ich schon drin war. Aber auch hier keine Zähne. Verflucht.
Was? Wo? Oh, da. Hi. Jetzt, wo ich unbewaffnet bin. Du bist so feig. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Hab ich? Mann, lass doch bitte mal den Zahn fallen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Okay, bin unterwegs nach oben. Wo ist eigentlich mein U-Boot? Da hinten. Ich überlege gerade, ob ich mir nicht einfach ein neues Messer mache, weil die sind schon praktisch. Aber das war doch das letzte Mal nicht so, dass es so schnell tot war, das Messer. Ich habe jetzt nicht mal ganz Luft geholt, aber ist egal, ich wollte sowieso zu meinem U-Boot. Und unterwegs noch ein bisschen Ausschau halten nach Zähnen. So. Aber ich glaube schon, dass es dann, wenn überhaupt, dann hier zu finden ist. Dann, wenn überhaupt. Das stimmt doch eigentlich, oder? War das jetzt... Ach, ich höre auf zu reden jetzt. Nein, natürlich nicht. Da bin ich wieder. Hallo. Jetzt habe ich euch erschrocken. Gebt es zu. Ich weiß noch, in der ersten Staffel hatten wir so eine Art Schlucht oder so ein Graben, wo ein paar Zähne drin waren. Vielleicht ist es hier ähnlich. Vielleicht braucht es irgendwie so eine Art von Schlucht, wo der Fisch ständig gegen die Wand knallt und sich dadurch die Zähne ausschlägt. Das wäre ja möglich. Hat hier irgendwo ein ungeschickter Stalkerfisch zufällig Zähne verloren? Sieht nicht danach aus. Moment, ich mach mal kurz Licht. War da was? Nee. Verdammt. Ich will auch nur Zähne haben. Hier irgendwo. Nee, auch nicht. Das kommt davon, wenn man spontane Idee hat und vorher nicht nachschaut, was man dafür wirklich braucht oder wo man es findet. Das ist Salz. Okay, da ist mein U-Boot. Hallo. Okay. Ist das ein... Nee, das ist auch Salz. Ganz vorsichtig. Bloß nicht irgendwo andäpschen, weil sonst ist mein U-Boot im Arsch. Und das will ich im Moment gar nicht. Ich kehre mal... Nee, ich schwimme mal zur Kapsel, weil dort haben wir ja in der Nähe irgendwo Quarz. Vielleicht gibt es ja dort auch Zähne irgendwo. Ich schaue trotzdem ständig nach unten, für den Fall, dass irgendwo ein Zahn aufblinkt. So spontan. Goldzahn? Ist das Quarz? Ich glaube, das ist Quarz. Moment. So. Ja, passt. Sonst irgendwas, was für mich interessant ist? Da ist ein Zahn. Ein Zahn? Vielleicht gibt es hier noch mehr. Da! Zwei Zahn. War das alles? Du bist... Inventar voll. Verdammt. Dich tue ich weg. Und du bist... Okay.
Ich glaube, 2 Zähne brauche ich noch. Natürlich habe ich es mir wieder mal nicht gemerkt, wie viel es ist, aber ich glaube, 2 Zähne und ein Glas für ein besseres Glas. Ich finde es halt cool, dass die Taschenlampe tatsächlich so viel Energie braucht, dass es sich genau ausgeht, dass wir mit den Flossen genug Energie haben, um die Taschenlampe niemals enden zu lassen. Niemals! Außer jemand beißt uns die Beine ab, aber das passiert hier selten. Wenn, dann beißen sie uns alles ab. Alles! Zahn! Zahn! Na du? Da oben vielleicht irgendwo? Nee. Aber die Zähne waren jetzt auch wieder so eine Art von Schlucht, also eher so einer engen Gegend, wo man eben das Gefühl hat, dass der Fisch tatsächlich gegen die Wand geknallt ist. So wie das hier zum Beispiel, wo aber kein Zahn ist. U-Boot, wo bist du? Da hinten. Warst du das selber oder bist du was anderes? Okay. Da! Zahn. Ist da noch einer in der Nähe? Da, oder? Tatsächlich. Und noch einer. Ich nehme jetzt den auch mit. Man weiß ja nie. Aber ich glaube, das reicht jetzt. Okay, U-Boot. Ich kehre zurück zu dir. Da hinten. Manchmal bin ich echt verwirrt, wie weit weg ich eigentlich dann bin. Bekommt man so gar nicht mit, wenn man sich auf was anderes konzentriert. Und wie es seelenruhig hier einfach steht. Im Wasser. So hübsch. Meine kleine Seamoth. Was ist das da oben eigentlich? Ein Pfeil. Wow. Okay, ich brauche noch Quarz. Wie viel Platz habe ich? Ich kann gerade mein Inventar nicht öffnen. Okay. Dann schwimme ich mal in die Richtung. Auf der Suche nach dem wertvollen Quarz des Lebens. Batterien habe ich ja mit. Das heißt, selbst wenn uns die Energie ausgeht, wir können nachtanken. Was haben wir hier oben alles? Hier irgendwo ein Quärzchen für uns. Sieht nicht danach aus. Vorsicht! Achtung! Geisterfahrer unterwegs. Ich finde das Rumdüsen in dem kleinen Ding voll lustig. Macht echt Spaß. Aber ich sollte mich jetzt wieder aufs Quarzsuchen konzentrieren. Ich schwimme mal durch das Biom durch, mal sehen, wo wir hinkommen. Ich vermute mal Rotgrasland. Ja. Yep. Und hier gibt es ja kein Quarz. Glaube ich. Zumindest hätte ich, glaube ich, bisher keins gesehen. Geh weg. Geht alle weg. Ich wobble jetzt durch die Gegend. Ich bin ein Wobblefisch. Der großartigste Wobblefisch ever. Da ist wieder so eine Art Wüste. Aber ich glaube, hier ist auch kein Quarz. Caution. Passing safe depth. Okay. Was, echt so tief bin ich schon? Was ist das? Moment. Weil für diese Moonbase braucht man eben auch ein Rezept. Ich schau mal, ob das das hier vielleicht sein könnte. Ach, verdammt. Was war das? Warst du das gerade, Wobblefish? Oder weil ich schon zu tief unten bin? Moment. Was? Hört auf damit! Zerstört mir mein Schiff nicht. Was habe ich jetzt aufgenommen? Workbench. Okay, das ist sinnlos. Das brauche ich gar nicht. Mann, da fühlt man sich voll unsicher hier. Mit den ganzen Geräuschen im Hintergrund. Okay, ich glaube, ich bin hier falsch. Hier finde ich kein Quarz. Das heißt, ich kehre zurück in die alte Region, wo es welches geben könnte. Essen und Trinken ist im Moment noch in Ordnung, aber bald nicht mehr. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Na, ihr Wobblefische, was macht ihr heute noch so?
Das sieht auch interessant aus. Ist das eine Höhle? Moment. Aus dem Weg, hier komme ich. Ich habe zwar keine Waffe mehr, aber das ist mir egal. Doch, ich habe eine Waffe. Ich habe ja noch die hier. Ich höre euch. Ich höre euch. Hör auf. Wo warst du da? Verdammt, ich muss etwas aufladen. Aber vielleicht kann ich mich vorbeischleichen. Ganz vorsichtig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Verdammt, ich muss Inventar leeren. Verdammt, was tue ich weg? Das da. Mal vorerst. Hallo, was machst du hier? So. Was tue ich denn noch weg? Ich tue weg Kupfer. Was soll's? Kupfer habe ich mehr als genug. Dich nehme ich mit. Gibt's hier irgendwo noch mehr Quatsch? Kann ich dich eigentlich anziehen? Nee. Geh ja weg, okay? Kann ich irgendwas auf dich schleudern? Oh verdammt, keine Energie. Mann! Ich möchte da rein, da ist bestimmt noch voll viel. Oh oh. Hör auf. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Schnell, jetzt vorbei. Okay. Ich sollte hier weg. Das war ein toller Trip. Da ist noch Quarz. Ja. Das heißt, ein Quarz brauche ich noch, oder? Drei habe ich jetzt. Eins, zwei. Nee, ich habe vier, oder? Habe ich nicht. Ja, klar. Wo ist mein U-Boot? Da. U-Boot, mein Liebling. Hey, euch habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Merke ich gerade. Stimmt. Takosheim, ich komme. Unterwegs zurück. Ins Ungewisse. Eigentlich nicht, da war ich ja schon. Man ist echt so schnell, ich finde das so angenehm. Da passe ich bestimmt nicht mit dem U-Boot durch. Aber ich hätte es trotzdem gern ausprobiert. So feststecken und dann nie wieder wegkommen. Takosheim, da hinten. Und dann haben wir ein Observatorium und dann können wir die Fische beobachten. Dann mache ich mir da noch eine Bank rein. Apropos, ich könnte mich dann draufsetzen und schauen, ob das Ding mich wirklich heilt. So, Sitz. Und... Welcome aboard, Captain. Danke. Und jetzt einmal normales Glas. Und jetzt Enameled Glass. Okay. Observatorium. Ich baue dich. Oh. Verdammt, brauche ich noch eins? Mist. Nein. Ich dachte, es wären zwei gewesen. Ich tue mal ein Inventar mal leeren. Die tue ich noch weg. Okay, was soll's. Zurück. Ich will es in der Folge noch fertig bekommen. Dann gehe ich eben nochmal Quarz sammeln. Ich will observieren. Ich will mich hinsetzen und das Meer mich herum genießen. Dabei ein Buch lesen. Oder essen, je nachdem. War da was? Nee. Irgendwo ein Quarz. Da ist auch keins. Aber wir können hier durchschwimmen. Au! Vorsicht! Meine Güte! Oh oh, oh oh! Explosionsfische! Au! Da ist Quarz! Moment! Ich park mal ganz kurz hier. Wo war das da? Ich wechsle ganz kurz auf das Teil. Da ist noch eins. Bist du tot? Wahrscheinlich. Da ist noch eins, das möchte ich auch noch haben. Du
bist hoffentlich nicht da drin. Okay. Raus hier. Oh, verdammt, aua. Ich meine, hey, alles Absicht hier. Wie cool, ich kann mit dem Ding sogar aus dem Wasser springen. Hui. Aua, verdammt. Und? Hui. Oh, keine Energie mehr. Wie lade ich das Ding jetzt auf? Wo lade ich dich auf? Oder muss ich einsteigen? Hey, wie lade ich dich denn auf? Simov! Wie kann ich dich jetzt aufladen? Muss ich da irgendwo die Batterie reinschieben? Da hinten! Oh, ich brauche eine Powercell. Ach, ich hatte eine Powercell. Perfekt. Aber es sind keine Batterien, es sind Powercells. Das heißt, ich baue mir nachher noch eine, weil Batterien haben wir ja genug. Und somit können wir dann mehrere Erkundungstouren unternehmen. Das ist mir jetzt egal, ich will mein Observatorium. Da geht es mir jetzt ums Prinzip. Und mein Messer möchte ich auch wieder haben. Das kommt dann in der nächsten Folge. Aber jetzt baue ich mal Glas. Okay, passt. Ich dachte schon, ich brauche zwei Glas. Und jetzt? 10 habe ich, glaube ich, da reingetan. Genau. So. Und? Ich hoffe, das ist jetzt genug. Müsste es aber sein. Hallo, Observatorium! So schön. Und wir beobachten die Umgebung. Das ist so hübsch. Ich möchte sie mal von außen ansehen. Toll. Einfach nur toll. Ich finde es nämlich wirklich cool, dass es hier über dem Felsen ist. Das gefällt mir. Aber noch ist es irgendwie leer. Ja, Freunde, und wie es weitergeht und was wir in der nächsten Folge machen, außer vielleicht unser Messer wieder neu, das sehen wir in der nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.